Thailand, der Uwe aus Thailand. Willkommen zum großen Fishing. Und zwar habt ihr letzte Woche ja gesehen, wie der Papa am Netz machen war. Am Stopfen hier, ne, am Machen da und Tun da, so ein großes Stellnetz. Jetzt, heute Abend geht's los und da mal testen, ob wir da dann wieder mal so ein Babück wieder rausziehen, so ein Meter Mekong-Riesenwitz oder was, ne? Aber wir schauen mal. Es geht los. Wo, hallo, wo, hallo, wo? Also, Jungs, da ist jetzt das Netz drin. Ihr habt es gesehen. Letzte Woche war Papa noch am Zusammentüdeln hier, am Nähen von dem Stellnetz. Er war zwei Tage lang am Nähen hier mit einer Eisenkette drunter. Obendrauf, sagte ich ja damals schon, die Flaschen drauf. Zum Schwimmen da, ne, ist klar. Also die müssen ja oben sein. Eine Seite oben, ist klar. Und das mit der Kette, das Teil nach unten. So. Und jetzt ziehen sie das Netz. Hier schön tapfer. Moment, ich muss erst mal rumschwenken hier, Schatz. So, jetzt sag noch mal. Was ist das? Babuk. Ja, die Leute wissen das doch gar nicht, was das ist. Babuk. Babuk. Genau, das war der Mekong Riesenwels. Den hatten wir schon mal gehabt. Der war hier in dem Teich drin. Da gibt es auch noch ein altes Video von. Und da waren sie hier auch am Netz, aber schwingen, am Netz werfen. Und da haben wir den dann rausgezogen. Der war jetzt einen Meter lang, ne? Und den haben sie auch hier. Warte mal, das war auch hier in der Gegend, da war das drin. Der war aber auch schon lange drin hier, den haben wir gar nicht eingesetzt. Den hat die Vorbesitzerin irgendwann mal eingesetzt. Der war wohl ungefähr 6 Jahre alt. Mekong Riesenwels, ja. Ob da noch einer drin ist, ich habe keine Ahnung. Babik? Hat er nachgebogen. So, jetzt. Weil es ist ja wieder geplant, es gibt was hier auf dem Grill, ne? Fisch ist geplant. Sonst gibt es wieder nur Reisfrikadellen. Da tief ist schon, ne? Jetzt muss er darüber gehen hier. Upp. So die Theorie. Aha, ein bisschen die Fische rüberscheuchen. Ja, gute Idee. Jawohl, gute Idee. Aber es funktioniert, ne? Mit den Flaschen drauf, ne? Also die Idee ist ja nicht schlecht, ne? Als Schwimmer. Ich sehe zwei. Ich sehe zwei hier. Und Porn, hast du den Grill schon angeschmissen? Nein. Wieso? Schmeiß den Grill schon an. So, zieh! Zehn! Zieh!
Porn, wo ist der Eimer? Ja. Wo? Ich sehe keinen. Meini! Wie bitte? Meini-Pa, oder? Jetzt hört aber auf hier, das kann doch wohl nicht mein Ernst sein. Ja, da gibt es wieder nur noch Reis. Frikadellen. Habt ihr Pech gehabt? Ah, schade wäre. Ja klar, da muss ja was drin sein. Da muss ja was drin sein, geht ja nicht anders. Ui, da ist er, da ist er, da ist er. Ella, geh da raus. Geh da raus, du blöder Hund, geh da raus. Ella. Adolf, nein. Jetzt, wo ist der Eimer? Was ein Dicken. Der kleine vorne, das ist Gepangasius. Ey, Ella, nein, Ella, raus hier! Ella, helfen! Ella, helfen! Der vorne, der kleine. Ja. Hallo! Ella, helfen! Jawohl, jawohl. Das ist ein Dicker hier. Das ist ein Dicker. Was ist das? Das eine hier. Luftfisch, Kopf. Ah, Schlangenkopffisch. Ja, Schlangenkopffisch. Schlangenkopffisch. Hier vorne hier. Schlangenkopffisch. Das hier vorne. Kanin. Stopp. Ah, die haben wir mal eingesetzt hier, ne? Die da. Mann! Was ist das denn jetzt für einer? Ah, das war wieder. Man könnte die Hunde auch anbinden, ne? Sie tötet gleich. Ja, die Kleinen geht wieder raus, ist klar. Die Kleinen wieder raus. Ja, also ich würde sagen, heute gibt es mal was auf dem Grill, wa? Jungs hier. Auch noch zu klein. Die sind gut, die kann man essen, die Gepanen. Und den Dicken da, ui, gut, der muss sowieso raus, der alte. Der Mörder hier. Oh. Mörderfisch. Boah, die Hose. Papa, Mama. Ja, die brauchst du heute nicht essen. Die brauchst du heute nicht essen. Warum machen wir die Hunde eigentlich nicht anbinden? Porn. Aber das ist dann egal. Das erste heißt natürlich, oh ja, komm hier mit den Hunden spielen. Spielen hier, ja. Und dann schimpfen hier. Ja klar, richtig so. Helden der Arbeit. Ja, wir brauchen groß, ne? Ui.
Ja. Gut. Der Fang hat sich gelohnt. Pass auf, dass er wieder raus flutscht hier. Der olle Schlangenkopffisch hier. Boah! 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 Ella! Ella! Ach, das war Ella? Ja. Schlangenkopffisch gepanin. Duckfisch. 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 Oh, oh, oh. Einmal viel zu klein hier, hol mir eine Schüssel. Kalamang, das stimmt. Ja. Das schöne Netz. Ja, Kinder, habt auch schön gearbeitet, dürft auch einen Fisch essen. Haha, oh, jetzt kommt Porn gleich hier mit dem dicken. Kinder, das ist Natur und das ist normal. Die Fische im Real oder im Edeka, die haben nicht so ein schönes Leben vorab gehabt. Die haben hier noch ein schönes Leben gehabt. Und das ist deren Aufgabe. Die Fische sind Nutztiere und die sind hier nicht zum schön angucken da, die sind zum Essen da. Halt mal hoch, 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 hoch. Oh, muss ich ja weit zurückgehen hier, du. Oh. Schön, 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 schön. Das ist auch ein schöner. Das ist auch ein schöner. Oh, du spritzt mir die ganze Kamera voll hier. Gibt's heute Wildfilet, hä? Und Panin. Der gefällt mir. Also die schmecken mir besser wie die Gewilze. Die haben nicht so einen guten Geschmack. Ja gut, wenn man da jetzt ein filiges Fisch draus macht, dann, da, ne, dann geht das schon. Aber sonst, ich mag die jetzt nicht so gerne. Die sind lecker da. Die kann man gut essen. Ne? Gut. Schön. Grill läuft. Ich mache immer hier mit an, mit Heißluftfilm. Einfach draufhalten auf die Kohle. Zack, läuft, ne? Stinkt nicht so rum wie so ein Grillanzünder. Oder was sie hier machen, mit Plastik reinschmeißen, da ja auch. Da ekelig, sag ich nur. So, Grill läuft. Wo ist der Fisch? Da habt ihr nochmal Glück gehabt, ne? Ihr kleinen Racker. Bon, Leo. Schon fertig. Ich hab Hunger. Ah, der lebt ja noch. Ja. Der hüpft mir noch da vom Grill runter, du. Der lebt ja noch. Okay, Boss. Okay. Zack, zack, zack. Ah, ein bisschen stumpf, hä? Ja. Gut. Du passt mein Veganer gar nicht auf den Grill drauf, ey. Hallo. Schön. Aber, hä? Sowas von frisch, oder, hä? So. Oh, mach mal! Jetzt freut er sich, heute gibt's mal richtig mal Fisch hier und keine Reisfrikadellen.
So, da sagt, da ist noch zu heiß, meint er da. Da ist noch zu heiß, die Ecke, haben wir ganz dicke dahin. Weil die ein bisschen langsamer müssen, ne? Ein bisschen langsam. Ja, wie lange brauchen die jetzt? 20 Minuten, eine halbe Stunde, ne? Brauchen die schon, bis richtig durch sind, ne? Ja, ich weiß ja nicht, was die essen wollen, aber ich esse auf jeden Fall schon mal den da alleine. Ja, da ist noch ein kleiner hier. Duckfit, Herr Duckfit. Duckfisch aber auch noch da? Liebling, mach mal Kochstudio. Nee, aber das kriegen wir heute gar nicht auf den Grill drauf, du. Das ist zu viel. Ja. Das ist zu viel. Im Kühlschrank, morgen essen. Oder? Ja. Kühlschrank morgen. Was machst du jetzt damit? Einfrieren, oder? Einfrieren und die morgen besser. Kühlschrank zu klein? Ja, Kühlschrank zu klein. Ach, das tut mir leid, du. Das tut mir so leid, mein Schatz, du. Oh, Kühlschrank zu klein oder Fische zu viel? Fische zu viel. Hätte wieder zurückschmeißen können, aber nein. Ja, gut. Wir fangen. Da musst du halt einfrieren dann, ne? Ja. Ja. Mit schon 2 Jahre an, oder? Wie nicht mal auch. Was? Der Fisch ist 2 Jahre alt? Nein, die Padu. Die hat gar nicht. Wir hatten die selten raus, ja? Ja. Na gut, jetzt raus damit. Und dann mach Kühlschrank und den Rest dann einfrieren. Ne? Na, ist das noch ein Abendessen? Da ist meiner. Schön. So, abends noch ein Chang dabei. Und dann kann nichts mehr passieren. So, Jungs. Essen. Wieder schneller wie ich, so die waren schneller wie ich, du. Die kleinen Fische waren schneller dran hier. Ui, aber Jungs, sehr lecker. Aloy Magma. Aloy Magma. Sumtan. Ja, ja klar, immer mit Sumtan. Sumtan hier. Den ganzen Tag haben wir Sumtan. Sumtan, ehrlich du. Aloy Mai. Zitronengras hast drin. Zitronengras hast drin? Ja. Ach, ich kann euch sagen, du Jungs. Hallo. Lebe wie Paradies. Also, hervorragend. Hervorragend. Aber wir machen ja heute gar kein Kochstudio. Heute ist ja gar kein Kochstudio. Heute ist ja nur so nebenbei. Jungs, das war's für heute. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren. Abonnieren, der Ufo und die Porn aus Thailand. Ganz vor allen Dingen heute an Papa und an Lee. Papa, heute ist der Held. Der hat es heute wirklich ausgerissen hier, wie viel Kilo Fisch wir da rausgezogen haben. Sehr gut, Lee natürlich auch ist dabei. Ja, also ich würde sagen, jetzt ist aber Schluss, wirklich Fisch essen. Und tschüssi. กด like กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอู้เวอร์อุ่นพรค่ะอุ่นแฟมิลี่ค่ะขอบคุณค่ะชุดสเลฮาบะเดอเรือแซมูดอวิรารัวเกออินเฟียตีอุ่นชุดสเลอุ่นมาร์คไซค์ดานิกน้อยนะดานิกน้อยนะรอบนี้คือสวัสดีกันอีกเด็กเฮียคมถ้าสวิตอันนี้สวิตสุดฟิลปอนสวิตอันนี้สวิตสุดฟิลหรอนะเฟือเพื่อลาปลาโมกินเพื่อ morgen ja gut klar für morgen dann noch heute wird die gute Ernte wa ja schon dunkel ja es ist schon dunkel klar schon dunkel hier ja umlenke ich guck mal diese Seite guck oh guck mal Ei hat Eier noch drin das muss ja drin sein ja klar das mögen sie ja gerne hier noch die Eier drin gegrillten Kaviar. Ohohoho. Ich sag ja, leben wie im Paradies. Man achte hier nochmal auf die Grillverstellung hier. Rostverstellung, ja. Thai-Style, genau. Machen wir Stein drunter, genau. Wenn es zu heiß wird.